Jo Leute, was geht? Und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich etwa eine Methode für euch, keine Methode, aber eine Vermutung, dass am 24. der gratis Brawler kommt. Diese Methode weiß ich, weil wir hatten erstmal am 12., also am 24., werden wir was bekommen. Und ich glaube schon, dass jetzt der Gratis-Brawler das sein wird. Also, das ist nur eine Vermutung in dem Video. Gebt auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich glaube, es wird am 24.12. der neue Skin, also kein Skin, den neuen Brawler rauskommen. Also, den Gratis. Weil am 12.12. haben wir angefangen und ich glaube zu 100%ig 12 Brawly Days. Also bei den letzten wird stehen Brawly Days den 12. Und ich glaube zu 95% auf jeden Fall, dass der Brawler am 24. rauskommt. Weil diese Vermutung ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil der Gratis-Brawler. Das ist ein Gratis-Brawler, Leute. Man kann das so hoch pushen, dann kriegt man gratis. Und das soll kein Geschenk für Brawlers sein. Warum kommt der dann in Weihnachten raus? Warum kommt der dann in Brawly Days raus? Das ist ein Geschenk für uns. Aber das ist nur eine Vermutung, Leute. Das ist keine echte Rede, dass Brawlers jetzt was gesagt hat, dass der am 24. oder so kommt. Ne? Das ist nur eine Vermutung. Und ich glaube zu 95%, dass diese Vermutung real ist. Weil manche haben auch manchmal gesagt, also ich zu 95%, dass der Brawler am 24.12.2020 rauskommen wird. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich, aber ich vermute nur, dass es am 24.12. der Brawler, den Gratis-Brawler, kommen wird. Weil diese Vermutung ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil der Gratis-Brawler ist ein Gratis-Brawler, Leute. Man kann das so hoch pushen, dann kriegt man gratis. Und das soll kein Geschenk für Brawlers sein. Warum kommt der dann in Weihnachten raus? Warum kommt er dann in Brawly Days raus? Das ist ein Geschenk für uns. Aber das ist nur eine Vermutung, Leute. Das ist keine echte Rede, dass Brawlers jetzt was gesagt hat, dass der am 24. oder so kommt. Ne? Das ist nur eine Vermutung. Und ich glaube zu 95%, dass diese Vermutung real ist. Weil manche haben auch manchmal gesagt, also ich zu 95%, dass der Brawler am 24.12.2020 rauskommen wird. Es wird sehr, sehr wahrscheinlich, aber ich vermute nur, dass es am 24.12. der Brawler, den Gratis-Brawler, kommen wird. Ich weiß jetzt schon, manche werden sagen, es wird nicht am 24.12. kommen. Aber das ist nur eine Vermutung, Leute. Es kann auch sein, dass er jetzt schon kommt. Also, dieses Video drehe ich gerade am 17., also am 17.12. Und es kann sein, dass er am 18. kommt. Kann auch sein. Und ich hoffe, dass der Brawler früh genug da kommt, weil ich will den Brawler auf jeden Fall genug weit nach oben pushen. Werde ich noch ein Video machen, wenn er draußen ist, dann werde ich den so hoch pushen. Ich glaube, ich werde einen Livestream machen, hier in YouTube. Abonniert mich erstmal auf Insta, weil da kommt manche spannenden Sachen und ja, weil ich live bin, kommt da auch auf jeden Fall. Steht da auch, wann ich live bin. Auf jeden Fall folgt mir auf Insta. Da unten steht schon mein Insta-Name. Also geht einfach auf Insta und abonniert mich oder folgt mich einfach. Aber Vermutung nur, Leute, bedeutet jetzt nicht, dass er rauskommt. Ich vermute, dass er rauskommt am 24.
Das vermute ich, weil er halt jetzt episch ist. Und warum kommt er am Weihnachten raus? Warum ist er nie rausgekommen, wo er jetzt hier ist? Kann auch sein, wegen Weihnachten geben Brawl Stars uns einfach ein Geschenk. Also ich glaube schon, dass er jetzt am 24. rauskommt, aber Leute, ihr habt schon gehört, ich will den Wort nicht tausendmal sagen. Das ist nur eine Vermutung. Der Brawler, finde ich auf jeden Fall, habe ich noch nie wohl gespielt, aber ich glaube, das wird der OP-Brawler. Zu Byron. Byron werde ich, glaube ich, nicht ziehen, weil er jetzt nicht so... Ja, der ist neu rausgekommen, aber Byron zu ziehen ist schwer, muss man schon mal zugeben. 350 Gems für Byron, ein absoluter Fall natürlich. Es kostet ein mythischer Brawler immer 350 Gems, aber für Byron ist auch OP, darum hat er es auch verdient, so viele Pokale zu haben. Also, ey, 100 Fehler in diesem Video, ne? Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ich weiß jetzt schon, manche werden sagen, es wird nicht am 24.12. kommen. Aber das ist nur eine Vermutung, Leute. Es kann auch sein, dass er jetzt schon kommt. Also, dieses Video drehe ich gerade am 17., also am 17.12. Und es kann sein, dass er am 18. kommt. Kann auch sein. Und, ich hoffe, dass der Brawler früh genug da kommt, weil ich will den Brawler auf jeden Fall genug weit nach oben pushen. Ja, werde ich noch ein Video machen, wenn er draußen ist, dann werde ich den so hoch pushen. Ich glaube, ich werde einen Livestream machen hier in YouTube. Abonniert mich erstmal auf Insta, weil da kommt manche spannenden Sachen. Und ja, weil ich live bin, kommt da auch auf jeden Fall. Steht da auch, wann ich live bin. Auf jeden Fall folgt mir auf Insta. Da unten steht schon mein Insta-Name. Also geht einfach auf Insta und abonniert mich oder folgt mich einfach. Aber Vermutung nur, Leute, bedeutet jetzt nicht, dass er rauskommt. Ich vermute, dass er rauskommt am 24. Das vermute ich, weil er halt jetzt episch ist. Und warum kommt er am Weihnachten raus? Warum ist er nie rausgekommen, wo er jetzt hier ist? Kann auch sein, wegen Weihnachten geben Brawl Stars uns einfach ein Geschenk. Also, ich glaube schon, dass er jetzt am 24. rauskommt, aber Leute, ihr habt schon gehört, ich will den Wort nicht tausendmal sagen, das ist nur eine Vermutung. Der Brawler, finde ich auf jeden Fall, habe ich noch nie wohl gespielt, aber ich glaube, das wird der OP-Brawler. Zu Byron. Byron werde ich, glaube ich, nicht ziehen, weil er jetzt nicht so... Ja, der ist neu rausgekommen, aber Byron zu ziehen ist schwer, muss man schon mal zugeben. 350 Gems für Byron, ein absoluter Fall natürlich. Es kostet ein mythischer Brawler immer 350 Gems, aber für Byron ist auch OP, darum hat er es auch verdient, so viele Pokale zu haben. Also, ey, 100 Fehler in diesem Video, ne? Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!